Hallöchen ihr Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, wie ihr es im Titel schon lesen könnt, geht es heute mal wieder um ein Bettgeflüster-Thema. Leider um ein etwas traurigeres und ja, mir fiel es selbst ein bisschen schwer, mich dazu überwinden, dieses Video zu drehen, aber ich dachte mir, ich möchte das einfach loswerden und es kann sicherlich auch einigen anderen Leuten helfen. Und ja, deswegen drehe ich dieses Video jetzt und ich hoffe natürlich, dass es irgendetwas bringt. Ja, also im heutigen Video geht es um Tierverlust. Ja, die Leute, die Haustiere haben oder Haustiere hatten, die können das Gefühl sicherlich nachvollziehen, wenn das geliebte Haustier stirbt. Und die Leute, die mir auf Instagram folgen oder Ask oder Snapchat, die wissen, dass mein Hund vor einigen Wochen gestorben ist. Nicht der Mali, also über den ich schon mal ein Video gemacht habe, als wir ihn bekommen haben, sondern mein anderer Hund Oscar, mit dem ich aufgewachsen bin. Und ja, ich glaube, dieses Video wird sehr schwer zu drehen. Ja, also der Oscar, der hat halt bei meinem Vater gelebt und wie gesagt, ich meine, wir hätten ihn jetzt 12 oder 13 Jahre gehabt, also da war ich, ja, also als wir ihn bekommen haben, war ich glaube ich 5 Jahre alt und ja, seitdem hatten wir halt den Oscar. Mal, damit ihr euch besser was unter dem Namen vorstellen könnt, blende ich euch jetzt einfach mal ein paar Bilder ein oder auch Videos, wenn ich welche habe noch. Einfach, damit ihr euch was unter dem Namen vorstellen könnt und ja. Es ist halt so gewesen, um euch das so ein bisschen zu erläutern, für die Leute, die mir nicht auf Snapchat folgen oder so. Der Oscar hatte damals, als er 5 Jahre alt war oder so, eine Autoimmunerkrankung. Ich gehe jetzt nicht so auf dieses ganze Warum, wie das kommt und bla bla ein, sondern einfach nur, er hatte es schon mal und damals hatte er es aber durch ein Wunder überlebt. Und dieses Wundermittel hieß halt Cortison oder Cortisol, ich kenne den Unterschied nicht, es tut mir leid. Auf jeden Fall, ja, der Oscar war schon immer ein sehr schwieriger Fall, weil er halt auch sehr viele Krankheiten hatte, also Tumore und was weiß ich alles. Also dieser Hund hat wirklich alles durchgemacht, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Aber er hat nie aufgehört, irgendwie zu kämpfen und mein Papa hat auch nie aufgehört, alles für ihn zu tun, damit es ihm gut geht und damit er das schönste Leben hat. Und ja, ah, das ist schwieriger, als ich gedacht habe. Ja, auf jeden Fall hat der Oscar halt wieder diese Autoimmunerkrankung bekommen, beziehungsweise es ging ihm wieder rapide schlechter. Wir wussten von Anfang an, ja, der Oscar ist ein schwieriger Fall und die Tierärzte meinte, er wird nur 8 Jahre alt und der Rassestandard ist halt auch relativ, ja, wie soll ich sagen, die werden halt nicht sehr alt und der Oscar hat halt so schon relativ geringe Lebenserwartung. Auf jeden Fall hatte er diese Krankheit dann wiederbekommen, im Alter von 12 Jahren halt und ja, mein Papa meinte dann halt, der hat mich eines Abends angerufen und meinte halt so, ja, dem Oscar geht es ganz schlecht und wenn du ihn nochmal sehen willst und dich von ihm verabschieden willst und so, dann solltest du das Wochenende oder die nächste Woche nochmal kommen. Und ich natürlich total, oh nein, oh nein, und keine Ahnung, habe auch jeden Abend irgendwie für ihn gebetet, dass es einfach, dass dieses Cortison wieder anschlägt und er wieder fit wird. Ja. Ich bin dann auch direkt am Freitag zu ihm gefahren, also an dem Wochenende, wo das halt zu Ende ging. Da bin ich halt zu ihm gefahren, beziehungsweise ich glaube es war Samstag sogar.
Samstag bin ich zu ihm gefahren und mein Vater meinte dann so, ja, der Oscar, der macht sich wieder ganz gut, ne? Der frisst wieder und alles super und so, ne? Und wir dachten schon so, yay, Hoffnung und wieder ein kleines Wunder. Und dann, ja, am Abend war wirklich alles in Ordnung. Also er hat gefressen, er hat wirklich alles gefressen. Wir haben ihm auch alles gegeben, also von Joghurt bis Früchte bis was weiß ich. Einfach, damit dieser Hund was isst, weil er hat halt nichts mehr gegessen. Und das waren halt auch die Anzeichen, die er damals hatte, als er noch ein kleiner Pups war. Und ja, auf jeden Fall am nächsten Morgen war das dann halt so. Ich saß vorm Fernseher und mein Papa war noch am Schlafen. Und dann hatte ich schon so ein komisches Gefühl. Der Oscar war so, der hat gefiebt, als er vom Sofa runtergehen wollte oder hochgehen wollte. Das bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher. Und das hat er halt nicht gemacht, also normalerweise nie gemacht. Und dann, ja, waren wir frühstücken und der Oscar war so unruhig. Der ist die ganze Zeit aufgestanden und wieder rumgegangen, hat sich wieder hingelegt, ist wieder aufgestanden. Ganz komisch. Und er hat halt auch zwischendurch mal so ein ganz leises Fiepen rausgebracht, so, ne? Und dann dachte ich so, ja, Papa, vielleicht muss ja mal pinkeln oder so, ne? Und dann ist mein Vater halt mit ihm runtergegangen und hat ihn halt auch pinkeln lassen, wie normal. Und dann ist es halt so gewesen, dass er beim Machen, seinem Geschäft, ist er leider eingeknickt. Hatte keine Kraft mehr oder so, hat mir das mein Papa jedenfalls geschildert. Und so war das dann halt, dass der Oscar nicht mehr laufen konnte, beziehungsweise seine Hinterbeine irgendwie nicht mehr richtig bewegen konnte. Mein Papa hat ihn dann halt hochgetragen. Der Oscar war total am Fiepen, also die ganze Zeit hat er durchgeweint. Und wir wussten halt nicht, was wir machen sollen. Wir haben ihn halt aufs Sofa gebracht, aber der wollte halt die ganze Zeit irgendwie Bewegung und irgendwie sich wieder hinlegen, bewegen, hinlegen, wie halt am Frühstück. Und dann hatten wir uns halt überlegt, ja, was machen wir jetzt? Wir können den Hund ja nicht so leiden lassen, weil er hat ja ganz offensichtliche Schmerzen. Und an solchem Punkt muss man einfach, ja, ich weiß jetzt nicht, wie man das richtig ausdrückt, aber man muss dann halt einfach das Richtige tun und dieses Tier erlösen. Und es war dann halt auch so, dass wir erst zu einem Tierarzt fahren wollten. Wir hatten den Oscar dann auch im Auto geparkt und so und alles war auch gut, weil er war dann halt auch ein bisschen ruhiger geworden und so. Aber letztendlich, ich weiß gar nicht mehr warum, haben wir uns doch umentschieden, weil die Fahrt zum Tierarzt ziemlich weit ist. Und dann kam seine richtige Tierärztin, die halt sonntags extra kam. Also normalerweise ist das nicht üblich, dass man das macht. Die ist dann halt extra gekommen und meine ganze Familie aus Köln, also meine Geschwister und meine Mutter, die sind halt auch nochmal extra gekommen, um ihn halt nochmal zu sehen. Und er war dann halt bei uns wieder oben in der Wohnung. Und das fand ich irgendwie so, das hat mich so richtig, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, mein Oscar, mein Hund, geht halt immer nur zu meinem Vater ins Schlafzimmer, wenn es ihm wirklich dreckig geht. Und ich war halt die ganze Zeit wirklich kontinuierlich bei ihm. Mein Papa hat halt telefoniert mit dem Tierarzt und so weiter. Und dann war ich halt mit ihm alleine und er wollte dann irgendwie aufstehen. Und ich habe ihm halt geholfen, habe ihn halt hinten festgehalten, damit er halt irgendwie laufen kann. Und er ist dann ins Schlafzimmer bei meinem Papa gekrochen und wollte unbedingt aufs Bett. Und ich habe ihn dann halt hochgetragen und dann hat er sich ins Bett gelegt und das war ganz traurig. Auf jeden Fall kam dann halt auch meine Familie und die Tierärztin war auch da. Und wir haben ihn halt alle nochmal gedrückt und Tschüss gesagt. Ja. Und ja, dann haben wir ihn halt einschläfern lassen. Ja. Also, das war jetzt erstmal die Sache dazu. Meinem Oscar geht es jetzt sicherlich viel besser. Und ist bei meinem Opa. Und eines Tages werden wir uns wiedersehen. Ja, und danach habe ich mich erstmal so richtig leer gefühlt. Vor allem das Haus von meinem Vater war auch komplett leer. Und es war halt immer richtig komisch, wenn du reingekommen bist. Und da ist nicht dieser Hund, der sich freut oder zumindest auf dem Sofa liegt. Am Ende konnte er nicht wirklich mehr richtig aufspringen und sich freuen wie Bolle, wie zum Beispiel jetzt mein anderer Hund. Aber er war halt einfach da. Das Schwierige ist halt jetzt wirklich, dass immer wenn ich bei meinem Vater bin, da fehlt einfach was.
Und ich denke, dass sich dieses Gefühl auch nicht wirklich ändern wird. Aber man muss lernen, sich damit abzufinden. Und vor allen Dingen, wenn man ein Tier erlösen muss, dann stellt man sich ja mental schon irgendwie drauf ein. Und ich denke mal, dass das auch ein Grund war, warum ich besser damit klarkomme, als wenn ich jetzt eines Morgens aufgewacht wäre und einfach nicht mehr am Leben wäre, sondern einfach eingeschlafen wäre. Und ja, deswegen denke ich mal, dass ich mich so ein bisschen besser damit abfinden kann. Ich habe natürlich auch noch bei meinem Papa ein Andenken an den Oscar und ich habe ihn gefragt, ob er mir seine Hundemarke geben kann. Also seine Registriernummer und die Tasso-Marke. Auf jeden Fall meinte mein Papa jetzt, ja, kannst du nächstes Mal mitnehmen, bla bla. Und eventuell noch ein Halstuch. Und dann habe ich immer was, damit ich mich an ihn erinnern kann. Und das solltet ihr auch machen. Ihr solltet irgendwas von eurem Hund haben, sei es das Lieblingsspielzeug. Oder, wie gesagt, die Hundemarke oder irgendwas, dass ihr halt immer etwas habt, das euch an ihn erinnert. Und wir haben uns halt überlegt, dass wir sein Spielzeug ihm mit auf den Weg geben. Und ja, ich denke, das Ganze braucht auch einfach noch ein bisschen mehr Zeit, weil, ja, mein Papa hat halt auch seinen Futternapf erstmal noch stehen gelassen und er konnte das einfach noch nicht wegräumen. Und das kann ich auch total nachvollziehen. Das würde ich auch erstmal nicht machen, sondern das erstmal ein bisschen sacken lassen. Und das ist halt auch sehr wichtig, damit man irgendwann damit abschließen kann, beziehungsweise es akzeptieren kann, weil ich denke nicht, dass man wirklich mit einem Tod, weil es ist ja genauso wie wenn dein Opa stirbt, das ist einfach was, was dir immer im Kopf bleiben wird und was du irgendwie nie vergisst oder deine Oma oder halt irgendwelche Verwandten, Freunde, du wirst sie immer vermissen und du musst die halt immer im Hinterkopf halten, wenn ihr euch ein Tier anschafft, dass es irgendwann halt vorbei ist. Das ist der Lauf der Dinge und das hat mir mein Papa schon viele, viele Jahre vorher gesagt, als halt auch mein Opa gestorben ist und so. Das ist halt der Lauf der Dinge und ich denke mal, das ist auch ein Grund, warum ich damit besser klarkomme und deswegen haltet euch immer im Hinterkopf, dass es halt so sein muss. Versucht euch einfach nach dieser Zeit so gut es geht abzulenken. Aber wenn ihr traurig seid, dann lasst diese Tränen raus, weil bei mir war es so, ich bin ein Mensch, der eigentlich nicht wirklich viel weint. Okay, ich weine jetzt vor der Kamera, aber das ist halt einfach, weil das eine Sache ist, die mir sehr weh tut. Einfach, weil er nicht mehr da ist. Und deswegen muss man das rauslassen. Ich habe danach und an diesem ganzen Tag so viel geweint. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viel geweint. Auf jeden Fall ist das so wichtig, dass ihr einfach alles rauslässt und vor allen Dingen mit eurer Familie viel Zeit verbringt und auch mit euren Geschwistern oder Mama, Papa darüber redet. Und ja, verschließt euch nicht und lasst einfach alles irgendwie raus und versucht euch einfach so gut es geht abzulenken. Ich denke mal, dass mir dieses Video jetzt auch nochmal helfen wird, damit, ja, wie gesagt, nicht abzuschließen, sondern einfach es besser verarbeiten zu können. Und an die Leute da draußen, die jetzt kommen von wegen, es war nur ein Hund, das habe ich auf Ars geschrieben bekommen und ich dachte mir nur so, wie kann man so etwas schreiben? Mein Hund war für mich immer wie ein sehr guter Freund. Einfach. Er hat einfach immer gemerkt, wenn es mir richtig schlecht ging oder so. Er kam dann immer an und hat versucht, mich irgendwie so anzustupsen und ich finde, da merkt man schon, dass es nicht nur ein Tier ist, sondern viel mehr als das und erspart euch einfach solche blöden Kommentare, weil das zeigt nur, was ihr für Menschen seid und ja. An all die Leute da draußen, die jetzt vielleicht dasselbe durchmachen müssen oder es durchgemacht haben. Ich würde mich natürlich sehr über Kommentare oder, ich sag mal, Erfahrungsberichte freuen. Und wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt, wie man besser damit umgehen kann, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich weiß, das war jetzt nicht so wie mein anderes Bettgeflüster, mehr so ein, ich gebe euch Ratschläge und versuche euch was auf den Weg zu geben. Aber das Problem ist, ich weiß halt selber nicht so wirklich, was man in so einer Situation tun soll, weil
ja, alles, was ich gesagt habe, was mir ein bisschen hilft, das habe ich euch, wie gesagt, gesagt. Und ja, ich wollte euch einfach nur die Geschichte erzählen, weil ich mal in einem Video gesagt habe, dass ich mehr Videos mit Oscar machen will. Und das jetzt leider nicht mehr geht. Dann möchte ich ihm wenigstens so noch die, ja, ich sag mal, letzte Ehre auf meinem Kanal erweisen. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video in irgendeiner Weise weitergeholfen. Ihr könnt mir natürlich immer noch super gerne auf Tumblr oder Instagram Nachrichten schreiben. Wenn ihr irgendwas, wenn euch irgendwas auf der Seele liegt, dann schreibt mir. Oder, keine Ahnung, ich hoffe einfach, dass ihr bald wieder lachen könnt und nicht mehr so traurig seid. Ihr müsst immer dran denken, es ist traurig, dass er nicht mehr da ist, aber es ist, die Zeit mit ihm war einfach wundervoll und das ist etwas Unersetzbares und die Erinnerungen bleiben einfach für immer. Also denkt immer daran, denkt immer an die schönen Sachen und seid nicht traurig, dass er nicht mehr da ist, weil eines Tages werdet ihr euch wiedersehen. Ja, ich denke mal, das war's dann. I've got no regret right now. The air is so cold and low. Let me go in her room. Wanna take off her clothes. Show me the way to bed. Show me the way you move. Fuck it, it's such a blur. I love all the things you do. Down now, smile from ear to ear. Our breathing's got too loud. Show me the bedroom floor. Show me the bathroom mirror. We're taking this way too slow. Take me away from here. It fell short this time. Your smile. Summer place your hand in mine. Oh, leave when I wanna. It fell short this time. Your smile fades in the summer place. Your hand in mine. Oh, leave when I wanna. This place was never the same again after you came and went. How could you say you meant anything different to anyone? Standing alone on the street with a cigarette on the first night we met. Look to the past.